武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play meinerseits. Das könnte sogar als Let's Vote tatsächlich dienen. Die Rede ist von Kaze and the White Mask. Dieses Spiel ist eher ein Pixel-Art-Game und orientiert sich stark an den alten Donkey Kong-Games. Ich guck mal eben, was wir hier so einstellen können. Sprache, Audio, Sprache, okay, Steuerung, ja, kann so bleiben. Ihr seht auch, das war sehr minimalistisch angelegt, was halt Nalamus, Gelegenheit, sind zusätzliche Herzen und Checkpoints für die Spieler und Plattformen. Okay, wir nehmen mal den. Was wollte ich sagen? Ihr werdet auch gleich sehen, die Fähigkeiten und Co. orientieren sich sehr stark an Donkey Kong, also Donkey Kong Country für den Super Nintendo. Alles in allem muss es ja nichts Schlechtes heißen. Ich finde es cool, dass heutzutage noch solche Games rauskommen. Und wie ihr seht, das hat auch einen leicht schönen, cartoonigen Look. Oder ist das vielleicht sogar eher comicartig? Optisch auf jeden Fall sehr schön. Also ich mag solche Spiele, also gerade so etwas ältere Spiele, die mich so ein bisschen in Nostalgie versetzen, und irgendwie erinnert mich das Bild gerade an Bucky O'Hara. Kennt noch einer Bucky O'Hara? Jetzt kommt Bucky! Bucky O'Hara! So in die Richtung. Man muss jetzt sagen, die Szene sagt jetzt nicht ganz so viel aus wie zum Beispiel oben oder so. Okay, offenbar wird hier die Seele des Bruders, Freund, keine Ahnung, was das sein soll, geklaut. Kann nicht mal sagen, welches Geschlecht diese Hasen haben. Den ganzen Tag heute läuft mir schon die Nase, das ist fürchterlich. Es kann sein, dass ich das sogar am Ende des Parts dann entscheiden werde, ob ich das vielleicht zu einem Let's Vote mache, je nachdem, wie gut mir das gefällt. Sonst packe ich es einfach in die Liste angezockt. Was nicht desto trotz heißen könnte, dass ein angezockt nicht auch zu einem Let's Vote werden könnte. Das kommt immer ein bisschen auf eure Kommentare an. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt mit dem ersten Level. Wobei ihr seht, die Grafik ist schon ein bisschen besser als die damaligen SNES-Teile. Ich vermisse auch so ein bisschen die Zeit, wo halt die ganzen tierischen Charaktere hier... Ach so, das ist die Overworld. Wo die ganzen tierischen Charaktere noch Maskottchen für irgendwelche Spielefirmen sein sollten. Schon nicht schlecht aus. Wir haben okay. Also wir haben mit B springen, mit Y haben wir halt diesen Tornado-Wirbel hier. Außerdem können wir damit wohl auch noch fliegen. Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr schick aus. Was? Y soll ich hier drücken? Ah, okay. Was ist denn eine Kartoffel? Okay, wie bei der üblichen... Jetzt da neu raus oder warum bleiben die da liegen? Wie in der üblichen Jump-and-Run-Manier habt ihr hier auf die Gegner drauf zu springen. Und wie bei Donkey Kong müsst ihr auch hier Buchstaben einsammeln. Wobei da unten ist was. Dieses Haus hat mich jetzt sehr verwirrt, weil ich jetzt einfach mal hier so dahinter verschwinde. Das nennt man übrigens, wen das interessiert, Parallaxe Scrolling. Vielleicht schon mal ein Begriff gewesen in einigen frühen Titel. Einfach diese Darstellung von Nicht-3D-Inhalten so aussehen zu lassen, als wären sie 3D. Ah, okay, das scheint ein Bonus-Level zu sein. Bonus-Etappe. Sammel alle Kristalle. Okay, ich habe dafür begrenzte Zeit.
war noch relativ einfach. Ich muss sagen, wenn es sowas auf dem Super Nintendo gegeben hätte noch, also neben Donkey Kong, ich glaube, das wäre gut angekommen. Aber ich glaube, das hätte auch nicht so gut aussehen können. Also ist ein Checkpoint. Ich denke mal, hier müssen wir drüber springen. Auch das Sprunggefühl ist eigentlich ziemlich sauber. Also ich fühle mich hier auf jeden Fall nicht über- oder unterfordert. Hier noch. Ich bin ja immer so ein Typ, der gerne alle Secrets entdecken will, weißt du? Oder zumindest in solchen Spielen. Bei Mario habe ich irgendwie keinen Bock darauf. Vielleicht ist mir das auch schon ein bisschen zu viel Scheiße. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was soll ich machen? Alle Gegner killen? Das ist eine Möhre. Geschafft. War jetzt ein bisschen knapp. Ist da oben was? Zumindest kommen wir da nicht hin, oder? Nein, überhaupt nicht. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Fortsetzen. Also ihr seht, das ist schon ein ziemlich schönes Spiel. Und ich muss sagen, es lässt sich auch gut steuern alles. Es ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Aber gut, das sind jetzt die ersten Level, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir jetzt X drücken, jetzt haben wir hier ein Album. Was ist das? Okay. Achso, das ist der Anfangssymp. Okay. Haben wir so eine Art Collection, um uns nochmal die Ingame-Story ein bisschen angucken zu können. Das ist in unserem Menü. Nicht viel. Gehen wir nochmal ins nächste Level. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde es vielleicht sogar Let's Vote-mäßig machen. Aber wie gesagt, selbst wenn ich es ins Angezockt packe und ihr sagt, hey, möchte ich gerne mehr von sehen, schreibt es einfach in die Kommentare. Natürlich sollte derjenige, der mitvotet, auch immer ein Abonnent sein, sonst fände ich es ein bisschen unfair. Okay, wir können hier auf jeden Fall... Ah, okay, wir können. Irgendwie, weiß ich nicht, also ich hätte mir lieber gewünscht, dass das hier auf der gleichen Taste gelegt wäre wie das wieder Springen einfach, weil ich finde, so dieses Rüberklicken ist irgendwie ein bisschen umständlich. Das wäre jetzt noch so ein Kritikpunkt, der mir mal so direkt auffällt. Was? Drücke, um in der Luft einen Schmetterlingsschlag auszuführen. Meint er das hier? Ach nee, nach unten. So, ah, okay. Ich habe nicht gecheckt, dass der da damit nach unten meint. Das wollte ich nicht. Nein! Okay. Ja, das Ding war jetzt ein bisschen scheiße platziert, finde ich. Muss ich jetzt das hier unten auch noch? Ja, das muss ich nochmal einsammeln. Oh.
Okay. Oh, die Passage war jetzt ein bisschen hart. Okay, ich dachte, ich könnte noch diesen Propeller machen. Braucht ein bisschen, bis man sich offenbar so leicht an die Steuerung gewöhnt hat. Aber ihr seht, ich werde auch von Mal zu Mal schneller, um hier durchzulaufen. Manche Passagen sind hier schon etwas... Wow. Den habe ich jetzt überhaupt nicht wahrgenommen, ey. Oh. Das war jetzt ein bisschen ungestüm von mir. Na, ah, oh fuck. Ich sollte mich daran gewöhnen, dass ich danach nicht das mit den Ohren machen kann. Die sind ein bisschen blöd an manchen Stellen gemacht, die Level. Weil ich manchmal nicht weiß, wie es danach weitergeht. Manchen Stellen so echt so. Aber an sich trotzdem ein gutes Spiel, würde ich sagen. Okay, ich darf nicht auf den treffen. Da oben war was. Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich habe eine Sache übersehen, weil ich habe das andere Bonus-Moped nicht gefunden. Also hier diesen komischen Kristall. Leider. So, ich würde sagen, für den ersten Eindruck reicht das Ganze. Ich würde sagen, ich packe das mal wirklich ins Let's Vote. Könnt ihr euch mal geben. Und wenn ihr wollt, dass ich das zocke, wie gesagt, liken, abonnieren ist klar. Kommentieren natürlich auch immer wichtig. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und schreibt auch mal gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich sag bis dann und ciao.